Ja, herzlich willkommen zu unserem SM-Podcast. Hier geht es hart zur Sache. Ja, und heute wollen wir uns erstmal, weil es ja die erste Folge ist, wollen wir uns mal kurz vorstellen. Und da ich jetzt so ein bisschen hier die Anfangsposition gewählt habe, übergebe ich dir mal das Wort. Du darfst dich mal als erstes vorstellen. Okay, also ich heiße Mladen. Ich bin 38 Jahre, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Und ich komme aus der Gegend von Mosbach und den Simon habe ich hier in der Fabrik 99 in Zinsheim kennengelernt, ja. Alles klar, ja. Ja, ich darf mich auch kurz vorstellen. Ich heiße Simon Papenburg, ja, komme aus einem wunderschönen Dorf namens Deisbach. Im Hochdeutschen sagt man auch Deisbach. Aber, also das ist meine Hood sozusagen. Und ja, ich habe eine Frau, zwei Kinder, eins ist schon da, das andere noch im Bauch. Ja, und... Also ist noch unter Konstruktion. Ja, genau. Ja, und heute wollen wir mal ein bisschen miteinander reden über bestimmte Themen. Wie gesagt, unser Slogan ist, es geht hier hart zur Sache. Und dem wollen wir natürlich auch gleich folgen, indem wir einfach mal das erste Thema einleiten. Und warum nicht gleich in die Vollen mit dem Thema der Ökumene? Der so. Öko was? Der Ökumene. Kenn ich. Das sind die, die kein Fleisch essen. Nee, ach was. Nein, Ökumene. Das bedeutet ja sozusagen, vom Wortstamm her bedeutet es, dass sozusagen im christlichen Sinn es alles unter einem Hut steht und man sich zusammentut auf ein Ziel. Aber trotzdem noch unter der katholischen Kirche. Ja gut, das werden wir jetzt mal anschauen, ob das vielleicht so sein könnte. Ja. Ja, ich meine jetzt einfach mal als erste Frage, ich finde, Ökumene hat ja für uns was zu sagen. Warum? Weil es nicht nur eine Kirche gibt, sondern mehrere. Ja. Also die erste Frage, die man sich dann ja stellen sollte, finde ich, ist die, dass man sich fragt, ist die Reformation vorbei? So, weil, ich meine, da hat ja alles begonnen, dass überhaupt Trennung kam. Ja. Und, oder vielleicht dann, um die Frage genauer zu formulieren, können wir uns heute uns eins machen mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern? Also wenn du es auf die katholischen Brüder und Schwestern beziehst, als Einzelperson, würde ich sagen, kann man machen. Weil es ja, ich meine, der Glaube ist jetzt nicht unbedingt, also institutionell abhängig. Ja. Aber wenn man jetzt Ökumene jetzt in dem Sinne, wie es jetzt die katholische Kirche vielleicht versteht, dann würde ich sagen, nein. Okay. Ich sehe das so ähnlich, aber ich würde vielleicht noch eine Sache da hinzufügen. Das Problem ist ja, dass es viele katholische Priester gibt, ja. Bischöfe und so weiter. Ja. Und, so hin und wieder sind auch welche mal in den Medien. Ja, genau. Also aber es gibt viele von denen, die sagen, hey, so Reformation, wir haben das geklärt, wir glauben auch daran. Allein Jesus, allein die Schrift und so weiter. Ja. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist halt, dass die römisch-katholische Kirche das halt eben nicht glaubt. Deswegen muss man immer zum Bischof von Rom schauen, weil der ja ein bisschen so das angibt. Was läuft in dieser Kirche? Ja. Und sobald man sich Katholik nennt, also beziehungsweise römisch-Katholik, ja, dann muss man ja eingestehen, hey, ich stelle mich unter die Herrschaft von Rom, von dem Papst sozusagen. Ja. Ich meine, selbst kann man natürlich was anderes sagen, aber ich meine, wenn ich sage, ich bin römisch-katholisch, dann sage ich doch damit, hey, ich stelle mich da auch diesem Glauben drunter sozusagen. Wenn ich sage, okay, ich bin lutherisch, ich bin Baptist und so weiter, ich bin Pfingstler, wie auch immer, dann habe ich so einen bestimmten Fokus. Natürlich. Und natürlich, ich meine, jetzt die Sachen, die ich aufgezählt habe, das sind alles also Protestanten sozusagen, die aus dem protestantischen Glauben entstanden sind. Aber ich finde gut, was Martin Luther gesagt hat. Er hat gesagt, das habe ich mal aufgeschrieben, das Evangelium muss in jeder Generation verteidigt werden. Das ist wohl wahr, ja. Aber jetzt mal eine Frage. Sind wir für die Kirchenstruktur, also für die Obersten der katholischen Kirche, sind wir für die jetzt Christen oder sind wir jetzt für die Heiden? Also,
Also ich meine, weil die sagen ja praktisch, also wie ich das verstehe, also die römisch-katholische Kirche hat ja praktisch sozusagen den Schlüssel Petri, ne? So, und nur die öffnen dir praktisch den Zugang zu Gott. So, und jetzt halt die Frage, also für mich halt einfach, weil deswegen kann ich auch mit dieser Institution oder mit dieser, oder auch mit diesen Versuchen, was die machen, so von Thema Einheit und ja, wir gehören ja alle irgendwie zusammen. Ja. Aber glauben die das wirklich? Also, dass wir alle zusammengehören? Oder glauben die eher, sie müssen uns rechristianisieren? Ja. So, und sie müssen uns wieder unter ihren, unter den Schutz der Mutterkirche so, ja, wieder, also wieder zurückholen, weil das ist doch das Ding, glaube ich, jetzt so mit der Ökumene. Ja. Weil ich glaube einfach, also keiner hat ja wirklich irgendwie ein Problem, sich mit irgendwem zu treffen, den Jesus glaubt, und zusammen zu beten oder zusammen irgendwie so zu feiern. Ja. So Lobpreis zu machen oder so füreinander einzustehen, die Bibel zu lesen, ist ja glaube ich, weit weg. Ja, also ich denke, da muss man ein bisschen schauen. Gibt es da Aussagen von denen? Also ja, klar. Man kann zu den Konzilen schauen. Okay. Also es gab zwei vatikanische Konzile in diesem, also im letzten Jahrhundert. Und direkt nach der Reformation, was ich ja interessant finde, da gab es ja das Konzil von Trient. Mhm. Da haben sie sich getroffen, haben gesagt, okay, wir müssen auf diese Aussagen und Behauptungen und Forderungen der Evangelischen oder den Protestanten, der Reformatoren, müssen wir antworten. Und dann haben sie das natürlich auch versucht, was nicht viel gebracht hat, weil die Streitfrage, die ja war, das war ja allein die Schrift, war ja, ich meine, die Streitfrage bei der Reformation und allein aus Gnade und aus allein aus Glaube. Das waren ja die drei Dinge sozusagen. Mhm. Und eigentlich war allein die Schrift, das war ja sozusagen das Thema, was alles angefangen hat. Mhm. So, und dann kam noch das andere Thema dazu, wo Luther gesagt hat, okay, es ist nicht meine Gerechtigkeit, die mir angerechnet wird, sondern es ist die Gerechtigkeit von Christus, die sozusagen mir angerechnet wird, damit ich gerechtfertigt werden kann. Und das war ja genau, die katholische Kirche hat ja zu der Zeit was ganz anderes gesagt. Und zu deiner Frage, es gab zwei Konzile und im ersten Vatikanischen Konzil wurde beschlossen, gut, die Protestanten, das sind Heretiker, das sind Irrlehrer und so weiter, die gehören nicht zu uns. Beim zweiten Vatikanischen Konzil hat sich das ein bisschen abgeändert. Ein bisschen? Ein bisschen. Da hieß es dann, unsere irrenden Brüder und Schwestern. Unsere irrenden Brüder? Ja. Okay. Und Papst Johannes hat dann Folgendes gesagt. Er hat gesagt, das darf man dann auch nicht da irgendwie sagen, okay, das hört sich ja nicht so schlecht an oder so, aber im Endeffekt, wir sind trotzdem irrend. dann hat er gesagt, ja, er möchte wieder, dass alle Christen unter die Mutterkirche sozusagen geführt wird. Also im Endeffekt das, was auch deine Frage war. Ja. Und also ich finde, eine interessante Frage, die ich mir noch stelle, ist, gerade auf die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe, können wir uns nun eins mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern machen? Klar, wir können uns in Gebet eins machen. Ja. Wir können uns darin eins machen, dass wir sagen, okay, wir sind gegen bestimmte Dinge, vielleicht sowas wie Abtreibung, wo man sagt, okay, echt, katholische Kirche, ja, vollkommen. Ja, ich meine, katholische Kirche ist sehr stark dagegen und auch so die evangelische Kirche. Es gibt zum Beispiel Organisationen wie 1000 Plus, die sich dafür einsetzen und die auch sozusagen unter dieser Ökumene mehr oder weniger handeln oder überkonfessionell, könnte man ja auch sagen. Okay. Ich finde, wichtig ist dabei, dass man nur dabei immer sagt, okay, wir können bestimmte Ziele anpeilen, aber schlussendlich haben wir nicht den gleichen Glauben. Würdest du zu weit gehen, dass wir nicht den gleichen Glauben haben? Ja, würde ich so weit gehen, weil ich meine, wir müssen ja gucken, was hat die Kirche dazu zu sagen? Natürlich, wenn ein Bischof, sag ich mal, sagt, der Bischof aus Heidelberg oder so sagt, okay, ich glaube an Christus allein und so weiter, das kann er gerne glauben, aber er steht da trotzdem unter der Macht des Papstes sozusagen. Ich meine, wenn er das glaubt, ist okay, es gibt diese einzelnen Leute, die sagen, okay, wir glauben allein die Schrift, allein Christus und so weiter, aber das spiegelt ja nicht die ganze katholische Kirche wider, sondern es spiegelt nur einen Teil, es spiegelt vielleicht nur eine Person wider. So wie es vielleicht auch Luther war, diese eine Person, die gesagt hat, mir ist das aufgefallen,
Und Luther wollte die Kirche ja gar nicht trennen. Er hat nur gesagt, hey, dieser ganze Ablasshandel, das ist falsch, das ist biblisch gesehen falsch und so weiter. Hat das angezweifelt, hat gesagt, das ist nicht okay. Und dann ist das Ganze entstanden. Also hat sich die katholische Kirche selber ins Bein geschossen, indem sie da so hart vorgegangen sind gegen das Ganze. Weil Luther wollte Veränderung in der Kirche. Aber jetzt mal eine Frage. Also ich meine, also du kennst ja meine Meinung so zur katholischen Kirche. Also für mich ist halt die katholische Kirche jetzt nicht Kirche in dem Sinne, wie wir das jetzt verstehen würden. Das ist ja eher ein Staatskonstrukt. Der Vatikan ist ja ein Staat und denn seine Botschaften, seine Außenstellen sind die katholischen Kirchen hier. Ja. So, jetzt das Ding ist ja, wie kann, also das ist so mein Hauptkritikpunkt mit dem, wie kann sich jemand anmaßen, also einen Gottesstaat, also eine Theokratie, also in Anspruch zu nehmen, zu sagen, ich bin der Papst also und ich führe das aus, als wäre Jesus es selber. Mhm. So, und das ist ja, und das finde ich einfach, das ist für mich so das Hauptproblem, weil mit Lehren und so zum Beispiel, weißt du, so unterschiedliche Lehrmeinungen, die hast du in einer Stadt, wo es 5 Gemeinden gibt, da hast du 5 Ansichten. Einige sagen, ja, die Geisteswirkungen haben aufgehört. Der andere sagt, ja, Kindstaufe ist, kann man machen. Die Baptisten sagen, nö, das geht gar nicht. Und die Pfingstler, die sind sowieso nur Holy Moly und Holy Spirit und hier und da und alles andere ist Palaver. So. Aber die katholische Kirche an sich ist ja keine Kirche, das ist ein Staat. Mhm. Das ist ja... die haben ja echt den Anspruch, eine Theokratie zu führen. So. Und ich finde, also alleine der Anspruch, den finde ich schon unbiblisch, weil ich finde, also wenn man schon zum Gottesstaat kommt, dann könnte alleine es nur Jesus führen, also Gott selbst. Ja. Weil wenn Menschen anfangen, Gottes Gesetze irgendwie umzusetzen, das hat man ja gesehen, so halt in der katholischen Kirche, also halt in der Vergangenheit, was sie da gemacht haben, wenn du irgendwie eine andere Meinung hattest, wurdest du verbrannt. Heute wirst du zwar nicht mehr verbrannt, aber du wirst als ein Christ mit einem Isabel-Geist bezeichnet, das ist so ähnlich. Ja, und deswegen so. Also ich finde halt eher, die Lehrmeinung ist okay, kann man sich drüber klopfen, weil auch untereinander, auch unter den Christen, also auch unter den Denominationen, die es so gibt, gibt es unterschiedliche Formen der Auslegung. Und deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt davon abhängt. Ich glaube eher, das ist eher dieser Anspruch. Klar, ich finde, es sind beide Themen. Ich würde sagen, du hast jetzt gemeint mit den Lehrmeinungen. Ja, jetzt hast du verschiedene evangelische Gruppen aufgezählt. Ja, genau. Wir haben ja schon innerhalb unserer Gruppen haben wir ja schon. Aber wenn man jetzt mal das anschaut, was die Protestanten, was die Reformatoren, was die gesagt haben, okay, das ist uns wichtig. Ja. Allein die Bibel und keine Tradition, irgendwie menschgemachte Tradition und so weiter. Ja. Und dann, ich denke, das Wichtigste ist, dass die römische katholische Kirche die Rechtfertigung, wie sie gerechtfertigt werden, ganz anders sehen, als das, was die Reformatoren dann formuliert haben. Im Endeffekt hat ja die katholische Kirche gesagt, gut, als erstes muss man sich taufen lassen, man muss damit übereinkommen und dann hat man Gnade in sich. Aber dann tust du irgendetwas, du begehst eine Todsünde und Todsünde heißt ja nicht, dass man dadurch stirbt, sondern was sie damit ausdrücken wollten, ist dann, dass die Gnade stirbt. Du hast dann keine Gnade mehr, sobald du diese Sünde tust. Autsch. Und dann gibt es andere Sakramente. Dann wäre ich aber erledigt. Ja, genau. Aber dann sagen sie, okay, es gibt aber noch, und da habe ich mal das ist Trient, das Konzil von Trient, die haben dann beschlossen und da stand, und da haben sie dann geschrieben, die zweite Rettungsplanke nach dem Schiffbruch des Verlusts der Gnade, das sind die, das sind sozusagen, das ist die Buße. Okay. Also die Beichte, wir sind ja noch, also Beichte. Das Beichtsakrament wird das auch genannt. Also allgemein, die ganzen Sakramente haben ja auch was mit dieser Gnade zu tun. Okay. Und die können auch nur von der Kirche, von der römisch-katholischen Kirche ausgeteilt werden, von niemand anderen. Das heißt, die sagen dann, okay, wenn du jetzt so eine Todsünde begangen hast, dann sollst du zur Beichte kommen. Und ich meine, vieles an der Beichte ist ja nicht falsch. Ich meine, das... Du als Pastor würdest das ja bestimmt cool finden, wenn so die Leute zu dir kommen würden und sagen, ich habe gesündigt. Ja, klar, ich meine... Also erlebst du sowas? Jetzt mal ganz ehrlich jetzt. Also ich meine, du bist ja... So in diesem Wortlaut nicht, aber dass mir jemand sagt, ich habe da
irgendwie Mist gemacht, was soll ich tun und so weiter, das erlebe ich schon. Aber ich denke, das ist auch was sehr Biblisches, weil es steht ja in der Bibel, dass man einander die Sünde bekennen soll. Okay, also findest du einander oder findest du, dass man das einer speziellen Kirchenfunktion, also jemanden, der eine Funktion in der Kirche ausübt, dass man das dem sagen sollte? Nee, also ist egal. Also natürlich, egal. Wenn man als Vertrauensperson den Pastor hat und sagt, okay, der kann mir in geistlicher Hinsicht weiterhelfen, der kann mir vielleicht irgendwie sagen, hey, tu das, schau dir diesen Bibelvers an oder so, dann kann man es dem Pastor sagen. Aber genauso sind alle anderen Christen dazu aufgerufen, auch die Bibel zu studieren, zu wissen, was drinsteht und auch dem anderen zu helfen. Was steht in der, da steht etwas, dass man einander die Lasten trägt, oder? Also, dass man einander aber hat. Wie kommen die dann drauf, das dann so dann zu vereinnahmen? Ich habe zum Beispiel mal mich mit einem unterhalten, der in einer neuapostolischen Kirche war. Mhm. Also, ich erzähle mal kurz die Geschichte. Da war ich noch jünger. Das war so 2003, da war ich auf der Bibelschule in Friedrichshafen und ich bin in meinem christlichen Übereifer bin ich rumgelaufen und habe gedacht, so, ich nehme die jetzt alle auseinander. Ich bin dann auch in solchen Gemeinden rein. Ich habe Streit gesucht, auf jeden Fall. Ja, es war wirklich so. Und ich bin dann in so eine neuapostolische Kirche rein, habe mir gedacht, schaue ich mal an, die Ketzer. Und dann bin ich da und ich habe mich ja vorher nie mit dem beschäftigt irgendwie. Und dann sind die da so und dann habe ich halt festgestellt, also das in der neuapostolischen Kirche ist ja so, du kriegst ja nur Vergebung der Sünde nur an dem Tag, wenn du im Gottesdienst bist und wenn dir dann einer dieser Obrigen, also ein Pastor oder ein Apostel, die haben ja auch dort solche Leute oder Evangelisten, dir die Vergebung zusprechen an dem Tag, dann hast du sie nicht. Und die haben es mit dieser Stelle begründet, wo die sagen, wen wir segnen, der ist gesegnet und wen wir verfluchen, der ist verflucht. So, und dann habe ich mir und dann bin ich dann mit denen dann halt in ein, wie Lukas es sagen würde in der Apostelgeschichte, in ein nicht geringes Wortgefecht gekommen. Ja. Und dann das End vom Lied war, die haben mich rausgeschmissen aus ihrer Kirche mit dem Verweis, der Typ, ich vergesse diesen Satz so nie, sie sind hierher gekommen und haben uns unsere Glückseligkeit geraubt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, habe ich mir gedacht, also wenn sie so schnell hier wegzunehmen ist von mir, na dann. Ja, also. Also ich fand das halt interessant, weißt du, so, also ich meine, wie kommt man, also wie kommt jetzt die katholische Kirche jetzt drauf? Oder solche sektiererischen Vereine wie die apostolische Kirche, das so eng zu legen, weil für mich. Du hast es schon gesagt. Aber wie kommen die? Also ich meine, das ist ja nur eine Stelle. Aber, ja klar, aber du hast es schon gesagt, wie kommt man darauf? Und dann hast du gesagt, wie dieser sektiererische Verein. Ja, ich würde das nicht von der römisch-katholischen Kirche wegnehmen. Ich würde auch sagen, ja auch genauso eine Sekte. Simon. Die größte Sekte der ganzen Welt ist es. Ich meine, die katholische Kirche. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Römisch-katholische Kirche. Er hat gerade die katholische Kirche beleidigt, meine Damen und Herren. Nein, nicht beleidigt. Anzeige ist raus. Aber es ist doch so, sobald man den Weg zu Gott irgendwie verengt und sagt, du musst das machen, bevor du Gnade bekommst oder das. Das bezeichnen wir als Evangelikale, bezeichnen wir das als Irrlehrer, oder nicht? Als Irrlehrer und als sektiererisch sogar. Okay, aber jetzt eine Frage, sind das dann auch Brüder, verirrte Brüder aus unserer Sicht? Würde ich sagen. Aber ich meine natürlich, ich kann nicht jeden sehen, weil ich weiß nicht, inwiefern er anhand der biblischen Grundlage sein geistliches Leben lebt in der katholischen Kirche. Wenn er wirklich sagt, Christus allein, die Schrift allein, halt all diese. Ich meine, das sagen wir heutzutage in den Freikirchen gar nicht mehr, diese Solas, aber an sich ist es ja genau das, was uns unterscheidet von der katholischen Kirche. Dass die sagen, okay, jetzt musst du zur Buße gehen oder zur Beichte gehen und dann ist da ein Priester, dem sagst du dann, was du gemacht hast und so weiter. Und dann, ich meine, das ist ja alles nicht falsch, einander die Sünden bekennen und ob du es jetzt deinem Priester bekennst oder jemand anderen, ist egal. Aber dann kommt der letzte Schritt, wo gesagt wird, hey, wo er dann sagt, hey, bete dreimal irgendwie das Vaterunser oder mach dies, mach das, tu Gutes, hilf irgendjemandem, der arm ist oder so. Das ist genau das Problem, weil das ist genau das, was Luther und was alle Reformatoren immer schon kritisiert haben, ist, dass, was sagt die katholische Kirche? Die sagt, Gott macht einen nur gerecht, wenn man selbst gerecht ist. Das ist das, was die katholische Kirche sagt. Nett. Und genau das ist doch das Gegenteil von dem, was ich predige. Ich sage, wenn ich an Jesus glaube, dann macht er mich gerecht. Und das ist nicht meine Gerechtigkeit, sondern Jesus' Gerechtigkeit, die auf mich kommt.
Fertig. So einfach ist das. Und das heißt nicht, dass man dann danach irgendwie sich auf die Couch legt und nichts mehr macht, sondern ich meine, klar, wahrer Glaube ist daran zu erkennen, ob dann auch Werke daraus nach Jakobus. Jakobus sagt ja dann, hey, schaut euch den Glauben an, wenn da keine guten Werke oder wenn da keine Werke rauskommen, dann ist das ein toter Glaube, sagt er. Ja, so sieht's aus. Und ich meine, gerade diese Bibelstelle nimmt ja die katholische Kirche, um zu sagen, hier, ihr müsst viele Werke tun, sonst seid ihr nicht gerecht. Okay. Und deswegen das sagen ist sie, ein bisschen hart, wenn die katholische Kirche sich selber disqualifiziert. Aber, aber im Kern eigentlich so, also eigentlich von unserem Ursprung her sind wir alle katholisch. Ja, gut. Vom Sinne des Wortes, ja, sind wir. Okay, ne? Ist ja auch nicht schlecht, ne? Deswegen also eigentlich können wir doch eigentlich dann sagen, wir sind die wahren Katholiken, weil wir halten uns an das, was in der Bibel steht. Man muss ja auch sagen, das wäre ja auch nochmal. Die katholische Kirche ist natürlich in vieler Hinsicht auch den Lehren der Reformation. Also repräsentiert sie Jesus? Würdest du das meinen? Also ich meine, einen falschen Jesus vielleicht. Also ich meine, weil viele Leute, jetzt sagen wir jetzt mal ehrlich so, viele Leute so, also die mit dem Glauben an sich nichts zu tun haben, die nehmen ja jetzt nicht jetzt solche kleineren Gemeinden jetzt in der Öffentlichkeit wahr, als christliche Vertreter oder als Repräsentant von Jesus, sondern die nehmen ja eher die großen Kirchen wahr, die katholische Kirche. Klar, das und ist so. Aber würdest du meinen, dass sie ein gutes Bild für Jesus ablegen? Also jetzt mal ganz neutral, also ohne... Also es gibt ja so einige schöne... Ich meine, oberflächlich, muss immer unterscheiden, was ist ein gutes Bild. Hat ein gutes Bild was mit Oberflächlichkeit zu tun? Dann würde ich sagen, können sie ein gutes Bild abliefern. Weil ich meine, natürlich, was zieht denn die Leute an der römisch-katholischen Kirche an? Ist dadurch, dass, natürlich, was du vorher gesagt hast, wir haben Pfingstler, wir haben Baptisten, wir haben Mennoniten, wir haben alle möglichen Leute. Ja, so. Für jeden etwas dabei. Und jetzt kommt die katholische Kirche und sagt, wir sind eins. Bei uns gibt es so Sachen nicht. Wir sind alle unter einer Herrschaft. Unter einem Führer. Sag ich mal. unter einer Führung, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist ja genau das, was vielleicht viele Leute auch anzieht. Dass sie sagen, okay, guck mal, in der evangelischen Richtung, da gibt es so viel Streit, so viel unnötigen Sachen und so weiter. Und da kann ich jetzt hin und da ist ein Ding. Und sie sagen ja auch, dass Jesus wichtig ist und so weiter. Mhm. Aber so sagt es auch, der Islam sagt auch, dass Jesus wichtig ist. Jetzt hast du ein Fass aufgemacht. Nein, damit habe ich kein Fass aufgemacht. Das ist allseits also bekannt. Eigentlich ist es ja das Gleiche. Würde ich jetzt sagen, so jetzt so von der Gesetzeslehre, der Islam vielleicht noch mal ein bisschen härter. Aber der kennt ja gar keine Gnade. Ja. Also da gibt es ja jetzt nur noch um Gesetz und nur noch um Gerechtigkeit, also dass du Werksgerechtigkeit bringst. Und zum Schluss, wenn alles nicht funktioniert, gehst du halt in den beliebigen Baumarkt, bisschen paar Stoffe so, die dich dann in die Luft befördern könnten. Ja. Gut, jetzt sind wir weit vom Thema abgekommen. Geil. Aber ich meine, im Endeffekt sind wir ja schon bei dem Thema Ökumene, weil irgendwann... Wir laufen gerade in eine Richtung, wo wir in der Ökumene so weit sind, dass wir selbst Muslime mit einbeziehen in der Ökumene. Dass sie beten, dass sie mit uns beten. Und ich finde... Also ist das nicht eine Chance? Eine Chance. Ist das nicht eine Chance? Also zum Beispiel, guck mal, wir glauben es doch, also wenn wir beten, also ich meine, es glauben vielleicht alle irgendwo Leute, die beten, aber wenn wir beten, so, dass sich doch dann die Gegenwart Gottes auch präsent macht. Klar, an sich... gegen Beten, zusammen beten, habe ich nicht. Es könnte ja sein, dass es eine Abstrahlung hat auf gewisse, also ich meine, ich hatte bis jetzt noch nicht die Ehre, mich mit einem Moslem, ich habe mich mit denen gezofft auf der Straße, so mit Salafisten, aber ich hätte viel lieber die genommen, so auf die Seite und gesagt, weißt du was, komm Alter, lass uns einfach beten. Ja. Oder ich bete für dich. Ja. Weißt du so, weil ich glaube halt einfach so, dass argumentative Sachen so von Hirn, weil, die Leute, die sind manchmal so voll geklatscht mit irgendwelchen Lehren und mit irgendwelchen dogmatischen Sätzen so. Aber ich glaube halt einfach auch, dass dadurch einfach viel auch passieren kann. Also ich hätte es gerne mal gehabt, so. Sag ich mal so. Klar, ich meine, wenn, also man, jetzt, wenn man jetzt dieses Thema nimmt vom Muslime oder Islam, dass man sagt, okay, wir tun es mit denen zusammen und beten. Klar, wenn die das zulassen würden, aber ich meine, die sehen
Allah sozusagen als jemand Unpersönlichen, den man sowieso nicht wirklich anbeten kann, dem man ausgeliefert ist in Hinsicht auf Gericht und ob man in den Himmel kommt oder nicht und so weiter. Und dann ist die Frage, bedeutet das arabische Wort für die Jungfrauen Trauben und so weiter? Das sind ja alles so Sachen, die auch sein, weiße Trauben. Ja. Aber das sind alles so Sachen, die ich glaube, dass in der Hinsicht jetzt auf Muslime bezogen, die würden nicht mit uns beten wollen. Das ist, glaube ich, das Problem da. Bei der römisch-katholischen Kirche oder bei der Ökumene ist mehr das Problem, ich habe kein Problem damit zu beten mit denen, aber es geht ja dann meistens viel weiter als nur beten. Dass man dann also ich sagt, habe bis jetzt, okay, jetzt noch nichts jetzt also an so einer Veranstaltung teilgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also so einer ökumenischen habe ich bis jetzt noch nicht teilgenommen. Ich weiß nur von einem Bekannten von mir, der hat mal in Mosbach hat ein Stadtgebet organisiert, so halt mit verschiedenen Kirchendenominationen. Und zum Schluss, wegen Lobpreis, haben sich geeinigt, sie singen dieses Lied Großer Gott, wir loben dich. Das war das kleinste gemeinsame Nenner, auf was man sich einigen konnte. Also es war sehr schwierig, irgendwie auf einen Nenner irgendwie so zu kommen, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Ja, und das kommt daher, dass, gut, ich finde, das ist das nächste Problem. Wir, also ich möchte nicht wir sagen, aber die evangelische Kirche sagt mit offenen Armen, komm, lasst uns zusammen, uns zusammentun. Mhm. Was ja verrückt ist, weil vor 500 Jahren wäre das niemals in die Tüte gekommen, dass sowas passiert. Die steht mit offenen Armen da. Die Katholiken sagen, okay, lasst uns was zusammen machen. Aber ich meine, ihr seid da sowieso diejenigen, die verirrt sind und ihr müsst euch dann nach unserem Ding richten, wenn dann so rum. Und die Evangelischen sagen, okay, machen wir. Wir steigen mit euch in ein Boot und dann fahren wir raus und machen was weiß ich. Und ich finde, da ist das Problem, weil die römische katholische Lehre von gerade Rechtfertigung, und das ist doch das Wichtigste in unserem Leben, ist vollkommen anders. Und sobald man in die Richtung kommt. Und natürlich, du hast vorher gesagt, die Meinungsunterschiedlichkeiten zwischen den Pfingstler sagen das. Dann sagen die Baptisten, die Taufe ist ganz wichtig, wir taufen alle und so weiter. Und dann kommt die Mennoniten, das sind die Wiedertäufer. Die Ketzer. Auf jeden Fall, dann haben wir diese ganzen Gruppierungen und die widersprechen sich. Aber man muss ja sagen, im Kern widersprechen sie sich nicht. Ich meine, und ich finde, da kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo man sagt, okay, hat es etwas mit meinem Heil zu tun oder nicht? Und Rechtfertigung, wie ich gerechtfertigt werde, ob ich jetzt dafür schaffen muss, mein Leben lang und mich selber auspeitschen muss, wie auch immer. Geißeln. Geißeln. Dann, das ist ja nicht die Rechtfertigung, von der ich ausgehe, sondern ich sage, wenn ich wirklich von Herzen an Jesus glaube, dann werde ich gerechtfertigt und dann ist es nicht meine Rechtfertigung, sondern die Rechtfertigung von jemand anderem namens Jesus, die ich bekomme. Ja. Und dann sieht mich Gott so. Und dann muss ich darüber hinaus nichts mehr machen für meine Rechtfertigung. Für meine Heiligung ist ein anderes Thema. Aber wenn das die katholische Kirche so propagieren würde, ihr seid alle, jeder, der an Jesus glaubt, ist gerettet, habt eine Beziehung mit Jesus, so, wer würde dann diese Kirche groß noch unterstützen? Von ihren gläubigen Anhängern. Weil die leben ja letztendlich davon, dass sie die Leute in einer Co-Abhängigkeit halten. Oder nicht? Wie jede Sekte. Jetzt eine Frage. Läuft es hier anders? Hier in dieser Gemeinde? Ja. Läuft es hier? Also ich meine, guck mal. Brechen wir es mal runter. Ich meine, ich bin seit 2002 bin ich so zum Glauben gekommen. Und ich muss manchmal sagen, grenzwertig wie manchmal Leute, also die halt meinen, sie sind von Gott berufen. Also es gibt irgendwie diesen Gotteskomplex. Also den hat nicht nur die katholische Kirche, sondern den haben auch Einzelpersonen oder einzelne Führungspersönlichkeiten, also in einer Kirche. Klar, ich meine, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Das kennt ihr. Also ich meine jetzt von, deswegen sage ich es ja, also ich meine, es ist wirklich dieser Gotteskomplex. So, ich würde halt einfach meinen, so, wenn das die katholische Kirche so sagen würde, so, auch der Papst, ihr seid gerecht durch euren Glauben. Ihr müsst nicht, beicht euch untereinander eure Sünden. Ja. Dann hätten sie ein Problem, weil niemand kommen würde. Aber es kommt doch so schon niemand. Die Kirchen sind ja großteils leer. Gerade sowieso, aber... Ja, klar. Ich möchte jetzt noch was sagen zum Abschluss. Das war heute Teil 1 vom SM-Podcast. Hier geht's hart zur Sache.
Bis bald, bis dann. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.